sogar europaweit. Genau das haben wohl auch die Politiker bemerkt, wie man an einigen Aussagen und Reaktionen der Eliten merkt. Sogar die SPD ist aus dem Winterschlaf erwacht und greift sich aus unseren Themen und den Dresdner Thesen etwas heraus. So wird auf einmal laut über ein kanadisches Einwanderungsmodell nachgedacht. Von der CDU werden Positionspapiere zum Thema Zuwanderung veröffentlicht. Ich bin fast der Meinung, die haben einfach mal abgeschrieben. Aber okay, das ist ja normal bei denen. Auch die direkte Demokratie auf Bundesebene ist auf einmal wieder im Gespräch bei unseren Politikern. Finde ich sensationell und ist einfach normalerweise das Wichtigste, wofür wir stehen sollten. Aus dem einfachen Grund, wenn wir mitzureden haben, können wir alle anderen Punkte selbst entscheiden. Und das ist doch der Hauptpunkt. Wenn ich so Nachrichten schaue oder in die Zeitung, dann frage ich mich, ob wir uns mitten in einem Wahlkampf befinden. Wenn man die verzweifelten Versuche der Politik sieht, sich ganz schnell eine oder mehrere unserer Thesen auf die eigenen Fahnen zu schreiben, könnte man fast denken, es stünden noch dieses Jahr Neuwahlen an. In zwei Worten zusammengefasst, Pegida wirkt. Nachdem von Politik und Medien alles versucht wurde, unsere Bewegung zu diffamieren, die Organisatoren zu diskreditieren und die wirklichen Inhalte, wie sie in unserem Positionspapier seit Anfang an steht, totzuschweigen, kommt auf einmal Bewegung ins Spiel, und zwar überall. Natürlich wird nun krampfhaft versucht, die von uns auf die Straße gebrachten Themen als die eigenen Initiativen zu verkaufen. Aber das, liebe Freunde, das schaffen die nicht. Weil wir haben damit wieder angefangen, solche Themen anzusprechen, ohne Rücksicht auf unsere eigene Sicherheit, ohne Rücksicht auf euch, also auf eure Sicherheit. Wir sind einfach da gewesen und stehen für unsere Ziele. Die Menschen im Lande, in ganz Europa, sind auf dem besten Wege aufzuwachen und die Geschichte unseres Kontinents wieder selbst in die Hand zu nehmen. Beziehungsweise denen in Berlin klar zu machen, dass wir sie bezahlen, um für uns etwas zu tun, und dass wir das Souverän im Land sind und sie nur gemietet, und das nur auf Zeit. Was für eine Horrorvorstellung muss es für diese Politiker sein, wenn auf einmal die Menschen in unserem Land anfangen zu fragen nach dem Sinn einiger Entscheidungen, welche diese Volksvertreter angeblich in unserem Namen treffen. Ich bin ziemlich sicher, dass die Beruhigungsmittelverkäufe in den Apotheken von Berlin und Brüssel äquivalent zu der Zunahme an Spaziergängern auf Pegida-Demos steigen. Die Herren und Damen da oben werden nämlich unruhig, so viel ist sicher. Und auch das Verdummungs-TV à la Dschungel, Gerichts-TV, Kochshows, Vera macht Mittag und Co. wirken nicht mehr einschläfernd genug, um das Volk von den immer dringender werdenden Themen abzulenken. Lügenpresse! Auch solche hetzerischen Schlagzeilen, wie sie die Morgenpost in Dresden immer wieder bringt, wie heute zum Beispiel, das kostet die Pegida-Polizei. Ich wusste gar nicht, dass wir eine Polizei haben, die für Pegida arbeitet. Sie verfehlen zunehmend an Wirkung und mit Verlaub gesagt, wirken sie einfach lächerlich. Da muss man sich fragen, was in ein und demselben Redaktionsgebäude wirklich so vorgeht, denn sogar die Sächsische Zeitung
hat mittlerweile auf einen relativ objektiven Kurs umgeschwenkt. Das muss man einfach mal erwähnen. Sei es drum, wie mein Opa immer sagte, lasset die Kindlein lallen. Daran halten wir uns und arbeiten weiterhin hart an einer Veränderung, gemeinsam mit euch allen hier. Beim Thema gemeinsam habe ich auch gleich etwas zu vermelden. Wir fangen ab nächster Woche an, auf unseren Spaziergängen auch euch zu Wort kommen zu lassen. Dafür haben wir uns überlegt, eine Bürgerminute einzurichten. Ab morgen Vormittag habt ihr die Möglichkeit, Redebeiträge bei uns einzureichen. Dafür richten wir eine E-Mail-Adresse ein, rede@pegida.de, und ihr habt die Möglichkeit, kurze Redebeiträge von circa 3 Minuten einzureichen. Diese werden natürlich kurz überflogen von uns, um Hetzbeiträge etc. auszuschließen. Und 5 Personen werden ab nächster Woche jede Woche die Möglichkeit bekommen, hier am Mikrofon zu stehen und ihre Meinung zu äußern. Auf zahlreiche Wortmeldungen und hoffen, dass diese Möglichkeit genutzt wird von euch. Als zweite Neuerung werden wir ab dem 16.03., also kommenden Montag, eine große Spaziergängerzählung veranstalten. Zu diesem Zwecke, wir haben uns da was ausgedacht, bitten wir euch, am kommenden Montag irgendeine Münze, egal ob ein Cent oder ein Krügerrand, vorzugsweise Krügerrand natürlich, mitzubringen und diese in eine vorher vom Anwalt versiegelte Sammelbüchse zu werfen. Jeder bitte nur eine Münze. Diese Münzen werden dann durch die Anwaltskanzlei ausgezählt und die Anzahl Münzen wird uns ungefähr eine Zahl kundtun, wie viel wirklich hier sind. Es werden einige Sammelbüchsen unterwegs sein an der engsten Stelle unseres Spaziergangs. Eine Münze bitte pro Person. Alle gesammelten Münze werden dann an die Aktion Tier Meißen e.V. übergeben. Welche momentan mit einer abgebrannten Heizungsanlage und einer Versicherung, die nicht für alles aufkommt, schwer zu kämpfen hat und dringend Hilfe benötigt. Bevor ich jetzt an unsere erste Gastrednerin Tatjana Festerling übergebe, habe ich noch 3 Veranstaltungen anzukündigen. Da wäre zuallererst der 14.03., der kommende Samstag in Wuppertal, wo wir den Pierre den Vogel zeigen werden mit seiner Salafisten-Großdemo. Wir werden dort sein und Gesicht zeigen gegen radikale Islamisten und denen ordentlich Paroli bieten. Zum Zweiten, das steht noch nicht hundertprozentig fest, der 23. oder der 30.03. An diesem Tag werden wir eine Großveranstaltung mit prominenten Gästen haben, die allerdings in der Flutrinne in Dresden stattfinden wird, aus Sicherheitsgründen. Und dort werden wir auch unseren OB-Kandidaten vorstellen. Als 3. Ankündigung bleibt noch der 6. April. Für diesen Tag haben wir Dr. Alfons Pröbstl hier in Dresden zu Gast. Leider zieht er momentan mit seinem Studio um und war deswegen nicht in der Lage, am 23. oder 30. zu kommen. Aber am 6.4. haben wir eine feste Zusage für ihn. Und jetzt bitte ich Tatjana auf die Bühne und freue mich, Sie endlich wieder in Dresden begrüßen zu dürfen. Tatjana, willkommen in Dresden. Ja.
Wie schön, euch hier wiederzusehen. Und ihr seid so viele. Pegida ist gut für die Seele. Zu Beginn will ich ein paar aktuelle Dinge aufgreifen und kommentieren. Was ist so passiert? Unser Edwin wurde von Danilo Starosta vom Kulturbüro Sachsen angegriffen. Ed hat ihn einfach nur nach der Anzahl der Asylanten im Zelt gefragt. Das Wort Asylant reichte, um den edlen Rechtsextremismusbekämpfer zu provozieren. Ein einfacher Trigger und schon flippt das dressierte linken Pferdchen aus und wird handgreiflich. Sind das also die friedliebenden und toleranten Dresdner Gutmenschen? Und war diese Zeltaktion wirklich humanitären Zielen gewidmet? Man gewinnt eher den Eindruck, dass diese zynischen, empathiebefreiten Leute die Flüchtlinge nur als Fallzahlen für die Migrationsindustrie nutzen, wo sie dann vorzugsweise als Opfer vermarktet werden. Und dieser Mitarbeiter der Fachstelle Jugendhilfe Demokratie Werte gegen Rechtsextremismus, so heißt das, sichert sich durch den Aktivismus am Camp einfach nur den eigenen Job. Der Kampf gegen Rechts und die Migrantenindustrie sind nämlich prima Jobversorgungsmaschinen, die stets gefüttert werden wollen, damit die staatlichen Gelder weiter strömen. 40 Millionen Euro lässt allein das Familienministerium für den Kampf gegen Rechts springen. 6 Millionen kommen nochmal extra nur für Ostdeutschland dazu. Die Gelder von Stiftungen und so weiter sind da noch nicht mal enthalten. Und das Geld sollte dringend für den Kampf gegen Links eingesetzt werden. Jeder, der in Leipzig, Frankfurt, Bonn, Köln, Braunschweig oder Rostock bei Pegida-Demos dabei war, weiß, wie hochaggressiv und gewaltbereit die Toleranz-Heißluftgebläse von der linken Front sind. Was war noch los? Das Hitler-Bärtchen-Foto von Lutz entpuppt sich als billige Fälschung. Aber schön in die weite Welt hinausgeblasen und skandalisiert von der Lügenpresse. Hat sich die Bild-Zeitung... Hat sich die Bild-Zeitung eigentlich schon mal entschuldigt? Oder die Tagesschau? Und es gibt Neues von der Pfarrerfront. Ihr wisst, ihr erinnert euch, das sind die toten Fische, die mit dem Strom schwimmen. Also die sich so gern als das gute Gewissen mit Courage inszenieren und ganz mutig Kirchenlichter ausknipsen, sich aber nicht für ihre Glaubensbrüder und Schwestern in Syrien und im Irak einsetzen. Dafür stellen sie beim Weltgebetstag der Frauen die Bahamas in den Mittelpunkt. Klar, das ist ja auch sicherer, als sich dem Islam entgegenzustellen. Und der Kirchenpräsident fordert den raschen Ausstieg aus der Atomenergie. Das wiederum ist sicher mit den Grünen abgestimmt. All das ging dem narzisstisch veranlagten Pfarrer Ulrich Wagner aus Siegertsbrunn in Bayern nicht weit genug. Er fordert freies Vögeln für Asylbewerber. Ja, meine Herren, jetzt wissen wir langsam, wie das Schlaraffenland aussieht. Nur haben wir leider Pech gehabt. Wir sind nämlich nicht diejenigen, denen die Schecks ins Portemonnaie, die Smartphones in die Hosentaschen und die Prostituierten ins Bett flattern. Aber dieser Vorstoß des Pfarrers, der auch noch mal Aufmerksamkeit in Sachen Asyl haben wollte, ist doch sehr interessant. Er begründet ihn mit, Zitat, ich möchte doch bestimmt kein Flatrate-Bordell für Asylbewerber, aber klar ist, diese Männer haben ein sexuelles Bedürfnis. Was?
Ich denke, da kommen hauptsächlich verfolgte Familien mit traumatisierten Kindern zu uns. Das sind doch die, die uns Claudia Roth immer auf ihren Prospekten und Plakaten zeigt. Jetzt sind es also doch nur Männer, die ein Problem sind, weil sie Frauen belästigen und möglicherweise vergewaltigen? Immer häufiger im Gangbang-Stil, wie das die Bild-Zeitung gerade aus Hamburg meldet. Das heißt, viele Männer vergewaltigen eine Frau. Die Vorboten hattet ihr ja gerade auch hier in Meißen. Tja, und wenn es so schlimm kommt, dann will sogar der Pfaffe eine Runde Nutten spendieren. Problem gelöst. So weit sind wir hier inzwischen. Und wir sind hier nicht im Satirefilm, sondern in der Realität. Apropos Realität. Kommen wir mal zur sächsischen Politik. Als sich Pegida ja leider nicht durch die Nazi-Keule kaputt machen ließ, sondern im Gegenteil, immer mehr Bürger auf die Straße gingen, hat sich Herr Tillich ein Dialogforum ausgedacht. Ein Gesprächsangebot von sächsischer Staatsregierung und der Stadt Dresden. Entlarvend, oder? Erst wenn 20.000 Bürger in Dresden auf die Straße gehen, offeriert die Politik Bürgerbeteiligung. Natürlich darf da nicht jeder einfach so reinspazieren. Beim ersten Forum am 21. Januar waren 300 ausgewählte Bürger zugelassen. Die Ergebnisse sind im Internet auf bürgerbeteiligungsachsen.de zu sehen. Schaut euch das bitte an. Was da als Ergebnis zu Asyl, Zuwanderung und Integration präsentiert wird. Sätze wie frisch aus der Drasen-Dreschmaschine. Keine Substanz, nichts Konkretes, keine Verbindlichkeit. Dieses Forum ist einfach nur wieder eine Alibi-Maßnahme. Es sind Quasselrunden, die ein demokratisches Miteinander vorgaukeln. Eine Beruhigungspille ohne etwas dahinter und natürlich finanziert von Steuergeld. Pegida hat ja selber klare Forderungen und Thesen aufgestellt, eine Charta an die Muslime gerichtet. Was ist denn damit? Das wird totgeschwiegen. Darüber will bis heute keiner dieser bürgernah tunenden Politiker sprechen. Und morgen nun... Und morgen findet nun das zweite Dialogforum im Albertinum statt. Da wollen jetzt auch die Grünen mitmachen und meinen... Und meinen ganz groß auftrumpfen zu müssen. Aus der Mopo von gestern, Überschrift: Grüne stellen Bedingungen für Dialog mit Pegida. Sie fordern klare Regeln für den Dialog mit Pegida-Anhängern. Und weiter, Zitat Grüne: Dialog erfordert Respekt vor anderen Meinungen. Viele Pegida-Anhänger können Widerspruch zur eigenen Meinung schwer ertragen. Ach was, geht's noch? Wer kann denn hier den Widerspruch nicht ertragen? Haben wir es hier etwa mit einem klassischen Fall von Projektion zu tun? Also dem psychischen Abwehrmechanismus, bei dem man die eigenen, miesen, bösen Anteile, die man bei sich selber so gar nicht akzeptieren kann, stattdessen in verstärkter Form dem Gegenüber in die Schuhe schiebt? Könnte es also sein, dass die Grünen ihre eigene Intoleranz gerade auf uns projizieren? Wer verweigert denn bitteschön anderen die eigene Meinung? Das sind ja wohl vor allem die Grünen. Weil ihnen nicht passt, was Pegida macht, unterstützen die Grünen die Antifa. Sie tun alles, um uns Pegida-Anhänger in unserer Meinungsfreiheit zu beschränken. Da wird gedroht, drangsaliert und diffamiert. Und mit ihren Trillerpfeifen kreischen sie uns montags überall in Deutschland an. Sie blockieren die Straßen und verhindern das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Wir können hier mit 20.000 Menschen friedlich durch Dresden spazieren. Wir brauchen nicht mal Polizisten. Die müssen erst in Massen anrücken,
weil ihr, die Grünen und Linken, eure Schlägertrupps und Wähler gerade keinen Respekt vor der Meinung anderer zeigt. Und der Hass der Grünen geht ja noch viel weiter. Cem Özdemir nennt uns Pegida-Spaziergänger. Özdemir nennt uns Pegida-Spaziergänger pauschal Nazi, Schweine und rechte Mischpoke. Aber jetzt... sülzen die Grünen rum und setzen die Anerkennung der Menschenwürde als eine Grundvoraussetzung zum Dialog voraus. Ist das nicht süß? Ja, dann mal los. Dann fangt mal gefälligst bei euch selber an. Erstens, wir Grüne distanzieren uns von Steine- und Flaschenwerfern. Zweitens, wir Grüne wollen künftig Andersdenkende nicht mehr anspucken und mit Eiern bewerfen. Drittens, wir Grüne sind für die Freiheit der Meinungsäußerung und werden Demonstrationen Andersdenkender nicht mehr behindern, sondern dafür sorgen, dass jeder seiner Meinung Ausdruck verleihen kann. So könnt ihr grünen Gutmenschen euer Schwadronieren von Menschenwürde, Toleranz und Dialog gleich mal glaubwürdig in die Tat umsetzen. Ja, Freunde, die Regeln ändern sich gerade. Das habt ihr Grüne und Co. nur noch nicht mitbekommen. Und das gilt auch für den letzten Satz aus dieser grünen Forderung zu Flüchtlingen, Asylbewerbern, Ausländern, Menschen mit dunkler Hautfarbe, Muslimen. Zitat: Wenn über Asyl, Integration und Zuwanderung geredet werde, müssten auch all diese Menschen ihre Interessen vortragen können. Nein, ganz sicher nicht. Erstmal diskutieren wir Bürger und Deutsche miteinander, so wie es im Grundgesetz steht. Ein spezielles Recht auf Dialog haben weder Ausländer, Asylsuchende noch Wirtschaftsflüchtlinge. Wir Bürger, Steuerzahler und Wähler entscheiden nämlich über unseren Sozialstaat noch selber. Geschehen. Es gibt gleich noch einen zweiten Teil, aber jetzt sagt Lutz erst noch mal was. Vielen Dank, Tatjana. Sie kommt dann noch mal zu Wort. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Wir werden den Altmarkt verlassen in Richtung Pirnaischer Platz. Unser Banner geht wieder natürlich ganz vorn an. Ihr habt jetzt eine Minute Zeit, um nach vorn zu kommen irgendwie. Und wir sehen uns nach dem Spaziergang hier wieder. Vielen Dank, Dresden zeigt, wie es geht. Wir haben gesagt, wir sind friedlich, wenn es solche Idioten sind. Das ist schon umgekippt. Ich höre dich. Hast du mit meinem Agenten gesprochen? Nee, also. Lecker Mäuschen. Ganz rechts auf der Bildzeitung.
Thank you.
Lauf dich, wie jeder.
Ich habe die ganze Länder, die Regierung, die Regierung, die Regierung.
sein Beutel aus. Das sind schon ganz schön hoch. Ja, aber da brauchen wir doch total, ne?
Die Letzten kommen wohl immer noch hier auf den Platz, aber wir müssen aufgrund der zeitlichen Beschränkung jetzt mal einfach anfangen hier. Wir haben noch eine Wortmeldung von der Tatjana nochmal. Die ist gerade hier von lang gehuscht. Wo ist sie jetzt hin? Hier. Dann komm hoch zu mir. Meine Güte. Die hat jetzt noch eine kleine Geschichte für euch, die euch sicherlich interessieren wird. Und ich übergebe mit Freude. Ja, danke schön.
Ja, dann haben wir zum Abschluss hier heute, hätte ich noch eine kleine Geschichte für euch. Und zwar vielleicht auch eher so eine kleine Utopie oder ein Blick in eine mögliche Zukunft. Und die ist mir eigentlich eingefallen, als ich am 22. Dezember hier von Pegida aus Dresden wieder zurück nach Hamburg fuhr. Mit wunderschönen Bildern und Eindrücken im Kopf mache ich mich wieder auf den Weg, muss leider nachts wieder rüber machen. Es ist das vertrauensvolle, verlässliche, geborgene Deutschland, das mir jedes Mal Wehmut beschert, wenn ich es in Richtung Wilder Westen verlassen muss. Dieser Westen steht inzwischen für nahezu perfekt nach linksgrüner Ideologie bereicherte Erfolgshochburgen wie Duisburg, Köln, Dortmund, Berlin, Offenbach, Frankfurt. Ein knackiger Marketing-Slogan soll uns diese Ideologie schmackhaft machen. Er bringt die Selbstvernichtungsfantasien ganz sexy auf den Punkt. No border, no nation. Keine Grenzen, keine Nation. Um ihn für das Gutmenschenherzchen noch mit etwas Gefühl aufzuladen, gehört ein Refugees Welcome in Großbuchstaben dahinter. Das wird dann in Graffiti-Manier auf Mauern gesprüht oder auf Gebäude gestrahlt. Warum eigentlich nicht? Warum nicht ein grünes Reich? Denken wir doch mal konstruktiv. Was spricht eigentlich gegen die Sezession, die Abspaltung? Schande für Deutschland, Staat im Osten, Konstantin Wecker, Wunderland im Westen. Ja, lasst uns einen Deal machen, liebe Grüne und liebe Linke, liebe Scharia-Partei Deutschland. Ihr nehmt den Westen und errichtet dort ein linksgrünes Vollversorgungsparadies. Wir, die Pegida-Mischpoke, gründen einen unabhängigen Staat im Osten Deutschlands und pflegen dort weiter all die verwurzelten Werte, die ihr so hasserfüllt und herablassend bekämpft. Wir belästigen euch nicht mehr mit den Tugenden, die unser Deutschland einst an die Weltspitze brachten, in den Geisteswissenschaften als Dichter und Denker und in der Industrie durch Erfindergeist, Ingenieurskunst, Präzision und Made in Germany als Exportweltmeister. In der Mitte ziehen wir eine Mauer hoch. Aber diesmal so richtig hoch. Wir im Osten brauchen nicht einmal zu fürchten, dass da welche von euch rüber machen. Denn euer Kampf gegen rechts endet dann schlicht und ergreifend an der Mauer. Das setzt natürlich enorme humane Ressourcen und menschliche Arbeitskraft frei. Die Antifa wird ja quasi funktionslos. Überhaupt, die Idee birgt sensationelle Vorteile. Ihr könnt nach Gutmenschenart einen ungebremsten Asylantenstrom willkommen heißen. Keiner redet euch rein. Das von euch erwirtschaftete Geld könnt ihr kompromisslos für Soziales verteilen. Da die Schande für Deutschland dann getrennt von euch in einem Staat im Osten lebt, macht auch politische Agitation keinen Sinn mehr. Und weitere Kapazitäten stehen für wirklich wichtige Aufgaben zur Verfügung. Und da es im linksgrünen Vorzeigestaat nichts mehr zu integrieren, sondern Vollversorgung gibt, können die zukünftig arbeitslosen Beschäftigten der Integrationsindustrie gemeinsam mit der grünen Jugend Ackerbau und Viehzucht betreiben. Die Antifa könnte ersatzweise Porno statt Adorno-Veranstaltungen ab der dritten Klasse organisieren. Ohne lästige Debatten könnt ihr im Grünen Reich neue Leitfiguren aufbauen. In idealer Weise verkörpert
Conchita Wurst, diesen neuen EU-geförderten Einheitsmenschen. Kann sich leider nur noch nicht selber befruchten. Um Gestalten wie die Wurst in Massen zu entwickeln, zieht ihr einfach das Frühsexualisierungsprogramm für Kinder durch. Und über die Kindergärten und Schulen legt ihr eine Kulturrevolution hin, da schlackern selbst den 68ern die Ohren. So schafft ihr dann den neuen, neutralen Menschen, ohne dass euch demonstrierende, altmodische Retro-Nazis dabei stören. In der linksgrünen Biozone wird selbstverständlich kein Fleisch serviert. Dafür mümmeln die Vegetarier, Veganer, die Laktoseintoleranzler und Glutenallergiker tapfer Möhrchen und es gibt lecker Detox-Drinks und grüne Smoothies. Natürlich nehmt ihr hemmungslos Rücksicht auf die Moslems und stellt die Schweinezucht ein. Ein paar blasse Hühnerstücke und halal geschächtetes Rindfleisch in der Auslage reichen für die paar unverbesserlichen Fleischfresser unter den Bio-Deutschen. Und deshalb gibt es auch keinen Streit mehr darüber, ob irgendwelche Werbepappschweine in Metzgerschaufenstern religiöse Gefühle verletzen können. Und bei den türkisch-arabischen Schlachtern, die die Tiere 12 langsame Minuten ausbluten lassen, drücken die heroischen Kämpfer von 4 Pfoten einfach mal ganz tolerant die Augen zu. In diesem Wunderland herrschen dann endlich auch die Vorstellungen von Anstand der moralischen Elite. Gas Gerhard, Sonne, Mond und Sterne Claudia, Antifa Family Küsten Barbie Schleswig, NRW Nazi Jäger, Hicks Kessmann, ISIS und Hamas-Versteher, Toden, Dingsbums, Bonusmeilen, Cem, Kinderfreund Daniel und Geldkoffer Wolfgang. Die Liste dieser Moralmaßstäbler ist natürlich unvollständig. Spannend wird es, wenn die Werte des Grünen Reiches auf die Islamisierung treffen. Vielleicht gelingt es euch ja, diese Blutrausch-Ideologie mit Gender-Mainstreaming-Maßnahmen so zu erschüttern, dass sich die bärtigen Surensöhne für die jahrhundertelange Erniedrigung der Frau entschuldigen. Da sagen wir doch mal toi, toi, toi. Kommen wir zur Wirtschaft. Das Bruttonationaleinkommen eures Staates wird explodieren, weil die Gummimuschi- und Plüschpimmelproduktion für die Sexualaufklärung in Kindergärten und Schulen massiv angekurbelt werden muss. Auch der stationäre Obst- und Gemüsehandel, die Dönergastronomie, Nagelstudios, Brautkleidshops und der Vinyl-Schallplattenhandel können nach allen Regeln der volkswirtschaftlichen Kunst zu globalen Industriezweigen hochgepimpt werden. Die sarrazinischen Kopftuchmädchen mausern sich zu tiefschwarz voll verschleierten Vorzeigeintegrierten. Die dominieren dann natürlich auch die Werbung. Sie posieren im IKEA-Katalog vor Billy, verwöhnen ihre Lieben zum Mittagessen mit veganer Tütensuppe und werben als Anlageberaterin in den Banken um euer Geld und euer Vertrauen. Und selbstverständlich wird in einem No-Border-No-Nation-Paradies auch die Psychotherapeutin in Burka zur Realität. Ja, ja, ihr werdet schon die Grenzen heutiger Vorstellungskraft sprengen. Also her mit der Parallelgesellschaft für alle. Und ich habe auch noch einen Schmankerl für euch, um euch das Grüne Reich so richtig schmackhaft zu machen. Ihr könnt neue okkulte Riten der Multitoleranz-Weltanschauung einführen und die von euch hochgejubelten Ideologien wie Genderismus, Feminismus, Veganismus, Islamismus hemmungslos ausleben und im Alltag implementieren. Rudelfick statt Physikveranstaltungen, Kondom-Abroll-Wettbewerbe in Kindergärten mit anschließender Karottenkönig-Krönung,
Dazu Beschneidungen, Amputationen und gendergerechte Steinigungen. Schließlich möchte jeder seine kleinen kulturellen Besonderheiten wahrnehmen dürfen. Alles andere wäre im höchsten Maße diskriminierend. Wir im ostdeutschen Freiheitsgebiet hingegen pflegen weiter unser Ideal. Wir sind höflich, pflichtbewusst, fleißig, ehrlich, pünktlich, gewissenhaft, treu und romantisch. Unsere Frauen lassen wir Frauen sein. Und unsere Männer machen das, was Männer gern tun. Und dabei pflegen wir ein gesundes Maß an Patriotismus und besinnen uns selbstbewusst auf konservative Werte, den Erhalt des eigenen. Wir übernehmen gerne Verantwortung für unser Land, für unseren Lebensraum, für Menschen, Tiere und die Natur, für das Lebensrecht der hier Geborenen. Und nur gelegentlich erlauben wir uns ein Späßchen, schauen nach Westen und singen gemeinsam: So gehen die Linken, die gehen so, so gehen die Deutschen gehen so. Vielen Dank, dass ihr mir so lange zugehört habt. Sensationell, danke Tatjana. Wir hoffen, dass es so nicht kommen wird. Und ich darf jetzt noch einen Gast auf die Bühne bitten, den Reiko Beil. Das ist einer aus der Gruppe, ihr habt heute vielleicht die Sächsische Zeitung gelesen, die Ende des Monats in Berlin empfangen werden. Und er möchte noch kurz 3-4 Sätze dazu verlieren, mehr dazu dann nächste Woche. Hallo Reiko. Guten Abend. Kurz ein Wort. Ich bin nicht vorbereitet auf eine große Rede, vor allen Dingen nicht vor einer solchen Menschenmasse. Okay, danke, wenn es nichts macht. Ich bitte trotzdem, das Gegendemonstrantenlager vielleicht einmal die Ohren aufzuspitzen. Der Lutz hat mich vorgestellt, Reiko Beil, 44 Jahre, Vater von 3 Kindern. Seit Anfang November Spaziergänger. Spaziergänger mit gemischten Gefühlen. Ich habe 2008 meine Firma verloren durch diverse politische Entscheidungen unserer Bundeskanzlerin. Habe damit letztendlich Arbeitsplätze freisetzen müssen von knapp 100 Mitarbeitern. Und habe nach Ursachen gesucht, wie politische Entscheidungen getroffen werden können, aus meiner Sicht ohne jeglichen wirtschaftlichen Sachverstand. Leider war in den letzten Jahren mein Bekanntenkreis eher angenervt von meinen politischen Ausführungen und ich war nahe dran zu resignieren und hatte die Einstellung, dass unsere Mitbürger oder meine Mitbürger eher auf das eigene Ego als auf die gesamte um sich herumstehende Menschheit achten. Man nimmt mir auch bitte übel, ich versuche hier frei zu reden. Ich habe leider keinen Zettel, ich wollte mich eigentlich auf nächste Woche vorbereiten. Letztendlich gingen dann die Pegida-Demonstrationen los. Ich muss ganz klar sagen, ich stand auch von Anfang an mit dem Namen weniger, aber mit dem Inhalt der Islamisierung des Abendlandes auf Kriegsfuß. Das war auch bis dato nicht mein Thema. Mit zitternden Knien, so wie heute Abend hier auf dem Rednerpult, bin ich dann Anfang November auf die erste Pegida-Veranstaltung gegangen und habe festgestellt, dass die dort demonstrierenden oder an der Kundgebung mit teilnehmenden Bürger zum Großteil weniger die Islamisierung des Abendlandes in ihrem Repertoire der Begründung, warum sie an diesen Abenden montäglich spazieren gehen, in der Tasche hatten, sondern eher angefangen von der ganz kleinen Forderung Abschaffung der GEZ bis zu den Lehrern, mit dem ich geredet habe, der mit dem Schulsystem nicht einverstanden war,
dem Rechtsanwalt, der mit dem Rechtssystem auf Kriegsfuß stand, in gewissen Dingen, dem normalen Arbeiter, der sagt, auf mich achtet überhaupt niemand in diesem Land, ich lebe von meinen 1000 Euro netto und weiß de facto eigentlich nicht, wie ich meine Familie ernähren soll. Danke. Jedenfalls eine Mischung aus Menschen, die mich letztendlich von der bis dahin gelebten Überzeugung, dass niemand mehr über den Tellerrand schauen, doch abgebracht haben und ich feststellte, dass wir viele, viele Mitbürger haben mit vielsten Problemen. Letztendlich, ich war auch einer der teilweise Kritiker, der doch mitunter ja, rhetorisch nicht ganz ausgereiften Reden. Heute Abend habe ich nun die Möglichkeit, das selber auszuprobieren. Letztendlich bin ich mehrere Wochen mitspazieren gegangen, bis zu dem Abend, wo unser Spaziergang vor dem Karstadt durch eine Gruppierung vermummter Personen gestoppt wurde. Und ich mich, wohlgemerkt als Bürger, der keiner Partei angehört, der weder grün, links, weiß, rechts noch sonst irgendwas ist, als Nazi und Faschist beschimpfen lassen musste. Nachdem mich teilweise junge Herren im Durchschnittsalter zwischen 16 und 18 Jahren diesbezüglich verbal angegriffen hatten, merkte ich, dass in mir doch ein gewisses Wutpotenzial hochkochte und ich feststellen musste, dass die in unserer abendlichen Spaziergängerrunde bisher sehr ruhig gebliebenen Personen Gleiches empfunden haben. Im Zusammenhang mit dieser Demonstration gab es das Angebot kurz darauf unserer sächsischen Landesregierung zu einem Dialogforum. Aufgrund meines Unverständnisses, mich mit als Faschist und Nazi beschimpfen zu lassen, habe ich, nachdem ich die Hotline-Nummer gewählt hatte und mir dort keine Auskunft geben konnte, wie ich einen Platz in diesem Dialogforum ergattern könnte, die Staatskanzlei direkt angerufen und habe gebeten, mir doch die Möglichkeit einzuräumen, als freier Bürger, nicht in einem Auswahlverfahren, sondern auch als Spaziergänger, der ja direkt angesprochen werden sollte, an diesem Forum direkt teilnehmen zu können. Wie auch immer, ich habe eine Einladung erhalten und bin in dieses Dialogforum gegangen mit der Einstellung, dass doch die eine oder andere Erklärung kommt. Dieses Dialogforum bestand allerdings aus meinem Blickwinkel heraus aus einer doch gestellten Zusammensetzung von durchschnittlich 150 Pegida-Spaziergängern und genauso vielen Anhängern des Gegenlagers. Konkrete Dialoge waren an diesem Abend nicht möglich. Wir wurfen uns gegenseitig Argumente entgegen, die letztendlich dazu führten, dass der Riss, der hier durch die Gesellschaft geht, eigentlich de facto an diesem Abend, anders als propagiert, eher größer wurde. Aufgrund des Erlebnisses vor dem Karstadt-Warenhaus habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und bin an den Tisch unseres Ministerpräsidenten gegangen und habe ihn kurz und prägnant erklärt, dass ich von ihm als Landesvater verlange, ehe wir in Dresden bürgerkriegsähnliche Zustände erreichen, die Sache zu deeskalieren und zu versuchen, beide Seiten zu verstehen. Und seine Aufgabe als Landesvater, also als Vater unserer aller Personen, grundsätzlich erst einmal dahingehend besteht, nicht Partei zu beziehen und Pegida hinzustellen, als wären wir ein rechts zusammengewürfelter Haufen, sondern als Bürger die Forderungen stellen und letztendlich gehört werden wollen. Nachdem ich die Veranstaltung verlassen habe, habe ich eine relativ schlaflose Nacht verbracht und bin zu der Feststellung gekommen, dass mit Reden und Dialogforen aufgrund unterschiedlichster Meinungsbilder die ganze Sache nicht vorangetrieben werden kann. Auf diesem Dialogforum, wer heute die SZ gelesen hat, gab es einen Herrn Müller, der mich ansprach und fragte, ob ich nicht Interesse hätte, unsere Bewegung, wohlgemerkt ich nicht unbedingt gegen die Islamisierung des Abendlandes auf die Straße gegangen bin, sondern aus Beweggründen, die, denke ich, hier fast jeden Bürger interessieren,
letztendlich versucht habe, meiner Meinung kundzutun. Müller sagte zu mir, pass auf, wir gehen den direkten Weg. Wenn man von Demokratie und Basisdemokratie spricht, was steht dagegen? Die unterschiedlichsten Parteien in der Landesregierung anzusprechen, ob sie nicht mit uns als normale Bürger reden wollen. Nach Versuchen bei Grünen, Linken und SPD, aber auch AfD, bei erstgenannten drei Parteien bestand überhaupt kein Interesse, das Gespräch zu suchen. Die AfD, man hat es heute gelesen, kam leider nicht aus dem Knick, weil das eine oder andere erst intern besprochen werden musste, beziehungsweise die AfD der Meinung war, mit dem Herrn Bachmann reden wir überhaupt gar nicht. Hat sich, und das möchte ich wohlgemerkt hier nochmal vom Datum sagen, im Januar, die CDU bzw. gewisse Landtagsabgeordnete der CDU bereit erklärt, sich mit uns an einen Tisch zu setzen. Wir, die als 14 Bürger bestehende Gruppierung, die sich also auch als parteilos bezeichnet, haben letztendlich dann am 28. Januar das Angebot eines Gesprächs in der Staatskanzlei angenommen und sind mit gemischten Gefühlen in den Landtag gegangen. Das Gespräch war durchsetzt von unseren Meinungsbildern, aber auch von denen der Politiker, die begründet und in dem Fall berechtigt aussagten, warum kommt ihr erst jetzt? Daraufhin natürlich wir, weil ihr uns ohne die Pegida nicht angehört hättet. Ich möchte in dem Zusammenhang bitte betonen, und das ist der Grund, warum ich heute hier freispreche, das hatte nichts mit der Oberbürgermeisterwahl zu tun, und ich möchte auch in dem Fall doch einmal Partei ergreifen für die Herren aus der CDU, die wenigstens den Mut hatten, sich mit uns an einen Tisch zu setzen. Ausreden lassen bitte, bevor ihr buht. Das Gespräch war dahingehend untersetzt, wir haben uns gegenseitig die Meinung an die Köpfe geworfen, die Politiker, ja, ihr habt uns ja bisher letztendlich nicht für voll genommen, ihr seid nicht in die Bürgersprechstunden gekommen, wir wussten ja gar nicht, was an der Basis los ist. Das Gespräch war letztendlich nicht unbedingt von Inhalten durchsetzt, sodass man sich dazu entschlossen hat, dieses Gespräch fortzuführen. Unsere Forderung war, wir wollen den Herrn Ulbich am Tisch haben, weil dieser Herr Ulbich hat uns ja letztendlich de facto, nachdem er Lutz als Rattenfänger bezeichnet hat, doch als Ratten bezeichnet. Das darauffolgende Gespräch in der Staats- bzw. im Landtag unter Beisein von Herrn Ulbich war am Anfang mit einer Entschuldigung unterlegt, wo Herr Ulbich mit zitternder Stimme uns de facto um Verzeihung bat und darstellte, dass er sich vor seiner Äußerung nicht mit den Inhalten der Pegida auseinandergesetzt hat. Er gab aber weiter, bitte. Da wollte ich jetzt hin, wartet kurz mit euren Parolen, bitte. Letztendlich jetzt mal auf Inhalte. Herr Ulbich, nachdem er sich entschuldigt hatte, suchte trotz gewisser Vorurteile seinerseits, aber auch einer klaren Darstellung, dass er sich mit gewissen Forderungen der Pegida-Bewegung auseinandergesetzt hatte und inhaltlich gewisse Punkte, die an der Aufstellung waren, doch mit begleiten könne. Ich muss mich jetzt rhetorisch doch etwas vereinfacht ausdrücken. Gab letztendlich auch zur Aussage auf meine Frage hin, ob es einen Plan gäbe für den derzeitig aus meiner Sicht unkontrollierten Flüchtlingszustrom. Klar definiert zur Aussage, wir haben keinen Plan. Wir sind selber überrollt worden. Und wir suchen
nach Lösungen. Auf meine Frage hin, warum letztendlich Dublin III-Abkommen, wer das gehört hat, nicht eingehalten werden und sich die restlichen Länder der Europäischen Gemeinschaft nicht an dem Flüchtlingszustrom beteiligen. In Form einer verquoteten Aufteilung kam zur Aussage, dass letztendlich die Forderungen unserer Bundesregierung ins Leere gelaufen sind und die restlichen EU-Staaten sich nicht an diese Vereinbarung halten wollen. Auf die Grundlage, wer dafür aber die Verantwortung trägt, schob Ulbricht letztendlich Inhalte und Sachstandsfragen auf die Bundesregierung. Auf den inhaltlichen auf die inhaltliche Nachfrage, wer denn dann unser Ansprechpartner sei, verwies man uns de facto direkt an die Bundespolitik. In diesem Zusammenhang, und jetzt kommt die Bewegung etwas ins Rollen, haben wir gesagt, ja, wenn die Bundespolitik der Verantwortliche ist, dann möchten wir bitte direkt mit Bundespolitikern sprechen. Daraufhin wurde uns die Verbindung nach Pulsnitz hergestellt, wo der Bundestagsabgeordnete Fatz in seiner Ortsgruppe oder in seinem Wahlkreis letztendlich eine Rede halten wollte. Wir haben uns dann in diesem Zusammenhang mehr oder weniger die Landespolitiker vergewaltigend den Weg nach Pulsnitz geebnet und sind mehr oder weniger unerwartet in diese Ortsgruppensitzung der CDU hineingeplatzt. Als kleine Erregnis oder als kleine Irritation sorgte letztendlich ein Anruf unseres Wegbegleiters Müller bei Lutz Bachmann, der diesen informierte, dass wir also auf dem Weg nach Pulsnitz sind. Und Lutz Bachmann gab zu verstehen, dass er als freier Bürger da ja auch teilnehmen könne. Nachdem Arnold Fatz in eher einer Ansprache an seine Parteikollegen, die eher an eine Bundestagsansprache ähnelte, kurz die politische, das politische Klima in Berlin darlegte, und mehrmalig wiederholte, dass meines Erachtens, also seines Erachtens, gewisse Entscheidungen indirekt falsch wären, aber letztendlich es nicht in seinem Ermessenskreis liege, dagegen anzutreten, hinterfragte ich diesen, warum Parteidisziplin, über den Entscheidungen eines einzelnen Politikers steht, also auf Deutsch gesagt, warum er nicht den Arsch in der Hose hat, dann sein Meinungsbild in Berlin durchzubringen. Okay. Letztendlich führte dieser eher in Streitgespräch ausartende Abend dahin, dass Fatz sagte, wenn du es besser oder wenn sie es besser können, dann kommen sie doch nach Berlin. Diese Einladung habe ich angenommen und den nächsten Tag das Büro von Fatz angeschrieben und gesagt, ich nehme diese Einladung wahr, ich möchte bitte einen Termin, um letztendlich das Gespräch fortzuführen. Die Einladung wurde angenommen und jetzt hat sich unsere Gruppe hingestellt und gesagt, ja, dann fahren wir nach Berlin und stellen Forderungen. Das sind Parolen, die man redet und wir wollen mitbestimmen. Letztendlich jetzt zu der heutigen SZ-Mitteilung. Meine Bitte, fahrt zurzeit die Parole Lügenpresse ein Stück runter. Wir sind verarscht worden, das ist ohne Frage. Aber wir haben uns dazu entschieden. Wir haben uns dazu entschieden, anstelle Forderung erst einmal Fragen zu stellen. Bitte
Fragen zu stellen, die letztendlich uns nicht in die Situation bringen, unsere etwaigen daran angebundene Forderungen zerreden zu lassen, sondern Fragen zu stellen, warum dürfen wir nicht mitentscheiden? Warum wird nichts gegen den unkontrollierten Flüchtlingszustrom unternommen? Warum halten sich die anderen EU-Länder nicht an geltende Vereinbarungen? Warum wird mehr in Militär gesteckt als in Polizeiausrüstung? Das sind Fragen, die wir erst einmal beantwortet haben wollen. Ich bitte euch, geht auf die Seite www.dialog-2015.de, votet mit, welche Fragen uns die Bundespolitik beantworten soll, um im Nachgang, was wir vielleicht alle wissen, wenn man uns diese Fragen nicht beantworten kann, Forderungen zu stellen. Wir sind das Volk, wir wollen antworten und danach vor allen Dingen mitentscheiden, liebe Bürger. Ich danke euch und hoffe, dass unser Weg nach Berlin geebnet wird. In diesem Sinne, guten Abend. Vielen Dank, Reiko. Wir werden die Sache beobachten. Nochmal die Domain dialog-2015.de. Und jetzt sind wir am Ende der Veranstaltung. Deswegen wieder die Frage an euch, Lichtchen an, damit denen oben in Berlin schon mal ungefähr vorschweben kann, was hier noch passieren wird. Und dazu übergebe ich wieder an unseren Freund, der die Hymne anstimmen wird. Guten Abend, Dresden! So, ich mache jetzt mal ganz was Spontanes, da weiß keiner was davon. Um eure Stimmen mal einzuführen, ja, schreiben wir jetzt mal alle nicht, wir sind das Volk, sondern wir lieben Lutz, ja? Okay, vielen Dank, Freunde. Also jetzt die Hymne. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes und der Pfand. Blühen Lanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühen Lanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Dankeschön! Bis Samstag, Freunde! Nochmal die Erinnerung, Samstag Wuppertal, Fahrgemeinschaften beten, wenn möglich. Und für heute erkläre ich die Veranstaltung für beendet und freue mich, euch nächste Woche wiederzusehen. Selbe Stelle, selbe Zeit. Dankeschön, Dresden!